Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rumble War 2 mit Makedonien. Wir haben letzte Runde hier ein bisschen reingestochen in die gallische Konföderation, wie das klingt. Hier bauen wir eine neue Armee auf, die wurde ja ziemlich vernichtend geschlagen. Und dann holen wir uns Sarmatien mit denen. Mit der Armee werden wir hier Sarmatien einkesseln. Ist immer eine gute Taktik. Genau. Dakien werden wir auch wieder zurückerobern. Wo ist Dakien? Da. Das da. Genau. Das belagern wir gerade noch. Genau. Und was machen wir mit unten? Na, komm. Also das da ist auch bald weg. Ja, die da stressen noch ein bisschen, aber das ist ja in Ordnung. Ja, Quitri. Was mache ich mit Quitri? Was mache ich mit Quitri? Quitri, wie siehst du denn mich? Oh, du siehst mich nicht sehr gut. Beziehungsweise nicht in sehr positivem Bild. Ja. Ne? Gut, dann werden wir erstmal vollständige Provinz. Hier machen wir auch Loyalität. Das gehört ja mir nicht. Oh, warte. Hä? Das kann man doch hier sehen. Ja, ist ja. Gut, passt. Die bekommen alle nichts. Gut. Hm. Ach, sieh mal eine an. Der weiß schon, dass ich das automatisch machen kann. Das Problem ist ja bei automatisch, die Hälfte von meiner Armee geht kaputt. Deswegen spielen wir das mal. Yeah. I'm ready. Seid ihr ready? Ich bin ready. So. So bei Belagerungs... ui, ist das neblig. Belagerungsgefechte im Norden habe ich selten, ehrlich gesagt. Aber ist ja cool. So, jetzt muss ich nur schauen. Warte, zwei kommen hier hin. Vier kommen da hin. Gut. Der General ist da. Die Kavallerie galoppiert dann daraus und macht die platt. So. So, da werde ich noch ein bisschen die Fronten schließen. Und hier auf jeden Fall auch eine Formation bilden. Die da dürfen auf jeden Fall hier schießen. Okay, der kommt hier lang. Bisschen zurück. Wahrscheinlich geht er dann hier rein. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Voll legitim. Das darf er machen. So. Mache ich die auch mal auf Verteidigung. Ich weiß ja nicht, was er, ob er da gleich die angreift oder hier die da. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Welche denn? Ja, die da.
Okay. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Dann mache ich noch auf. Dann können die auch noch mal ein bisschen ballern. Sehr schön. Kleine Panzerschwertkämpfer! Auf einen Fall! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Hä? Der ist doch nicht mal an. Ach so, hier. Krass. Der ist wahrscheinlich echt tot. Der ist wahrscheinlich tot. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Zu Befehl! Bogenschützen! Leinenpanzer, Pikiniere! So. Thessalische Kavallerie! Von Kavallerie bereit! Hey! Gut. Bis auf diesen Fail von mir war es eigentlich ganz gut. Wieder dürfen nicht mehr schießen. Das wollte ich ja. Gut, also. Verluste 266, naja. Bogenschützen waren ganz in Ordnung, bis auf die beiden. Die waren wahrscheinlich im anderen Lager drin. Die hatten nicht so viel. Nicht so gute Reichweite, beziehungsweise waren halt mitten in Häusern. Ja, schade, schade. Schade. Das war nicht so gut. Aber okay. So. Es liegt uns fern, zu bedrängen oder einzuschüchtern.
Doch solltet ihr euch eurer Position besinnen, ehe ihr antwortet. Oh. Die wollen mein Klientel werden. Da bleibt denen auf jeden Fall nicht nichts anderes übrig. Dies ist ein Zeichen erreichter Einigung und weiteren kommenden Einigungen. Aber ich will dafür nichts zahlen. Also, ich könnte es mir zwar leisten, aber wieso sollte ich dafür was zahlen? So, Agenten. Davon hatten wir ja so wenig. Ja, Marsilia, der hat eine Handvoll von... Ja, und... Oh, echt jetzt. Der hat meinen General getötet. Nicht wahr? Warte, 2, 4, 6, 7, 14... 2, 4, 5, 19, ja. Der hat meinen General getötet, dieser Penner. Okay, was hat er denn hier? Hopliten, sehr viele Hopliten. Onaga. Auserwählte Schwerter. Speerkrieger. Nee, der hat hier auch viel Kavallerie. Aber war ja klar, dass der wieder kommt und meine ganzen Generäle tötet. Alter. Und meine ist auch tot? Oder? Nee. Ist nur gedämpft worden. Und da tötet er wahrscheinlich jetzt auch. Nee, der kann nicht töten. Der kann bestechen. Ja, okay, hat nur die Reichweite ein bisschen niedriger gemacht. Das ist in Ordnung. Okay. Jetzt kommt die Armee. 75% Gewinn. Knapper Sieg. Ja, das spiele ich. Das tu man mal spielen. Ich werde mich hier oben einbunkern. So, also hier ist sowieso blöde. Oder ich stelle mich hier auf. Schwerter kommen in den Wald rein. Ja, nee. General ist weg. Super. Befehle bereit zum Einsatz. Doppelte Geschwindigkeit. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Wenn es an der Zeit ist, tötet euren Barbaren sauber und lasst ihn hinter euch. Auf nicht Balance! So. Dann wollen wir mal sehen.
Die kommt mal in den Wald rein. Und die kommt in den Wald rein. Schildträger. Kommandant, eure Befehle? Okay. General! Makedonien! Da bin ich mal sehr gespannt jetzt. Vor allem, wo er angreifen wird. Wird er hier die Fläche benutzen oder wird er den Wald benutzen? Für ihn würde sich auf jeden Fall der Wald lohnen. Weil, naja, Barbaren und so. Oder Nordstämme allgemein. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Königliche Feldherr! General! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Unser General wird angegriffen. Da kommt die Infanterie bereit. Auf keinen Fall. Unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, die ist auch jetzt weg. Das ist schon mal sehr gut. Und die ist dann auch. Wir erwarten eure Befehle. Schildträger! Schwere Kavallerie zu eurem Dienst. Königliche Feldherr! Schnell! Okay, die sind auch weg. Dann werde ich mal hier angreifen. Die schwere Kavallerie kann ja jetzt unsere versteckten Einheiten auch mitmachen. Entdeckt. Weil das ist ja nicht der General. Ups. Das ist ja nicht der General. Also es ist egal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Tja, das läuft ganz gut, ne? Da kommt die Infanterie bereit. Rückzug! Löst euch! Das läuft ganz gut. Befehl erfüllt!
wendet sich zu unseren Gunsten. Schildträger! So, jetzt weg da. Dann kommt die Verstärkung. Obrigen bereit! Schildträger! Heerinfanterie bereit! Die teuren Reiterei! Dann charge ich mal in den General hinten rein. Das hat, also für ihn hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt, weil er meinen General getötet hat. Zwar jetzt durch seine Agenten, aber ja, trotzdem. Also war schon mal sehr erfolgreich. War auf jeden Fall sehr erfolgreich. Jo, dann vorspulen. Na los. Ist der schon gestorben? Anscheinend. Komisch. Naja. 300 Verluste. Ja, passt. Ja, sehr gut. So, der Massilia, der wird sowas von... Ein einfacher Tribut. Mehr erwarten und benötigen wir. Schutz. Mein Herr erwartet das erste. Nee. Marcelia wird, wird leiden. Der Verteidiger Pellas, ja. Wieso ist der da mitten unter meinen? Ich glaube, ich nehme den da wegen der 10% Chance feindlicher Agenten auszuweichen. Das glaube ich sehr stark. Wie alt ist der? 28? Geheimaktion. Ach, das ist der mit der scharfzüngigen Frau. Warte. Wie wär's mit dem Kinderbekommen? Kinder? Ah, ist schon weg, oder? Schade.
Adana wird dann... Bekommt er mal Elefanten? So, Intrige. In... Ah, achso, warte. Großzügigen... Tribut zurückgekehrt. Von den Arenern. Krass. Berühmten Gelehrten. Von Athen. Und von Saba. Ach, das ist ja krass. Die Arena. Saba. Warte. Saba hier unten. Und Athen. Mögen die mich jetzt mehr? Arena. Ja, 15%, ja. Saba. Ja. Mit der Zeit fangen zwei Dinge an zu stinken. Fisch und ungeladene Gäste. Sprecht schnell, ehe ich die Geduld und mein Frühstück verliere. Na gut, dann... Tja, gut. Was mache ich hier? Der bekommt halt die Verstärkung von denen. Was bist du für eine? Du könntest hier den... Ich bin euch zu Diensten. Zu eurem Dienst. Quasi ausbilden. Ja, mehr oder weniger. So, was bist du denn für einer? Das ist so ein kleiner Mob. Und der hat es geschafft, meinen General zu töten. Wow. Kommt man das so früh schon hin, oder was? Der hat sich eingebunkert, dieser Frechdachs. Eure Befehle? Ich erwarte eure Befehle. Ich stelle mich mal hier in den Weg, damit dann endlich hier einfach hingehen kann. Was mache ich hier? Ja, da. Mal umgekehrt. Tempel des Poseidons. Habe ich jetzt schon. Dann mache ich mal. Ja, Forschungsrate ist immer gut. Und dann. Sparta. Auch 93, ne? Ja, hier ist auch Massilia. Überall ist Massilia. Was kann die noch machen? Das ist nicht gut. Ja, ich brauche eine Hand. Ja, unter Ökonom. Unterhaltskosten weniger ist natürlich auch ganz nett, aber brauchen wir ja eh nicht. Also auf unser Geld müssen wir echt nicht schauen.
Mache ich mal das da. Ja, geheime Aktion braucht sie nicht. Okay, super. Super, super. Dann du. Hier mache ich mal, ja. Mache ich mal die Nachtgefechte, ne? Oder Logistik. Ich. Zuerst Logistik und dann Hinterhalt. Weil Logistik ist, glaube ich, gerade ziemlich wichtig. Weil ich hier halt wirklich am Arsch der Welt bin. Und dann ist es wichtig, dass die Einheiten schnell sich regenerieren können. Gut, und da ist nächste Runde auch meine Fullstack-Armee wieder da. Ja, der kann natürlich angreifen und ich komme da nicht hin. Ja, ja, klar. Was ist jetzt eigentlich mit dir? Und was ist hier? Für Tod und Ehre! Die Siedlung wird belagert! Wir werden diese Siedlung einnehmen! Vier Runden noch. Irgendwann muss er... muss er rauskommen. Und ich glaube, ja, 32 Minuten schon wieder, Alter. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und ja, macht's gut, bye bye.